Ich bin von der Kamerafrau begeistert und ich bin einfach gerade drauf und dran, die einzelnen Karten einfach mal auszuprobieren. Ein erster Eindruck, es müssen noch viele folgen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bei Geiseljäger. Na, weißt du, manchmal kommt da einer. Und will die Geisel umbringen oder will Blendgranaten reinwerfen. Was sagt er denn? Will er... und mit uns kommunizieren? Level 21. Ja, voll, blöde Quatsch, hab ich gerade stumm geschaltet, den Dankusch. Die sind ja vielleicht ganz schlecht. Aber wir sind alle, 21, die sind auch, die Gegner 26, sind alle um Level 30 herum. 41 ist der Yondi. Also die Teams sind sehr ausgeglichen, wenn man von uns beiden absieht. Was den Rang angeht. Weil ich spiele Kamera, das bringt wieder. bestimmt sind das voll die ESL-Spieler und die husten uns jetzt um. Wir haben zwei 96er im Team. Die Geisel muss beschützt vom Namen her. Vom Namen her. Moment, hab ne Idee. Was du? Scheiße, die Kamera bleibt kleben. Komm, lad nach. Wieso fliegt denn die immer dagegen? Verstehe ich nicht. Dann halt nicht. Scheiße, ey. Ich wollte die Kamera rauswerfen und die fliegt immer gegen eine unsichtbare Wand. Ist mir schon auf der Universität passiert. Das klingt. Der Gegner hat Sichtkontakt zu Geiseln. Na, ich hab keine Mine. Gibt's hier Westen? Nein. Oh, die ist gut, die Kamera, die blendet. Die wird vom Licht geschützt. Termit macht unten auf. Termit Garage. Wieso ist der gleich tot, oder was ist das denn? Keiner identifiziert. Wieso ist der... was ist das denn? Da kommen sie alle rein. Gewesen. Wie kann denn der bitte gestorben sein? Ach nee, komm jetzt vor. Wie hat der den denn bitte umgebracht, Alter? Ach, von mir auf. Ah, ich habe immerhin Montagne erwischt. Schwarzbart kommt mit rein. Ich will meine Kamera schnell... haben die jetzt. Wer für eine Splittergranate? Zum Linken was zu hören. Du quatschen, du dummes Kind, Junge, ey. Bei diesen Geräuschen zu hören, also Schritte. Ja, die ist hier oben. Mann, du verdammtes Kind, hör auf zu quatschen, Alter! Es ist doch nicht wahr! Hey. Hast du einen Chat angehabt? Sprachchat? Meine Fresse, ey! Dummes Gelaber, ey! Deswegen schalte ich das grundsätzlich aus, weil es mich meistens nur nervt. Hast du alle leise gemacht? Bringt da jetzt auch nichts mehr. Für die nächste Runde. Ich markiere. Gut. Bin ja schon längst weg.
Kamera unten ist direkt vom Licht geschützt, hoffe ich. Die findet er nie. Sekunden noch. Jetzt geht er vor, bleib unten. Ja. Mal gucken, wie er es gemacht hat. Hast du in der Kamera verweilt? Hier war noch eine Kapkamina. Okay, die hat er kaputt gemacht. Die Dash. Quatscht der wirklich die ganze Zeit drüben? Jetzt sehe ich es gerade immer aufblinken. Er quatscht nicht, macht er. Vielleicht ist er ja verletzt. Kopfhörer. Zwei Assists hast du mir der Grabschrau gegeben. Zurückholen. Bin bei der Garage, wo wir gerade waren. Ups. Da sind sie auch, da wo wir gerade waren. Kamera kaputt. Das ist keine Garage. Ich sag Garage dazu, weil das ein Garagentor darstellt. Doch. Auch so eine Garage. Garage. Kamerafrau haben sie. Ganz schön eng da, hä? Alles blitzeblank in der Küche. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Immerhin scheint deine Kamera zu überleben. Wieso machen die hier oben? Verstärken die denn sich, ne? Klar. Vielleicht haben sie einen Plan? Oh, Mann, ich muss auch genau in Stacheldraht springen, ey. So geht die nämlich kaputt. Na, Alter. Wir sind ja Experten, ey, die Outs. Tod entdeckt. An der Leiter hockt jemand. Also, wo ist denn hier bitte noch eine warte, Kamera? Na, da bist eh viel zu weit weg. Ich kann es in der Kamera leider nicht markieren, aber ich weiß, wo er ist. Wo ist denn die blöde Kamera jetzt? Die Kamera, ach Quatsch, Kamera. Hey, da war doch einer. Hier jetzt die Kamera hin. Wo hat denn jemand? Hä? Was ist mit der Granate passiert? Wo ist denn die Kamera hier? Was ist denn das? Ich verarschen, Alter. Das war bloß Metall. Ups. Na, kommt der vor? Bring ihn um, komm. Bandit hat doch eine Schrotflinte.
Wieso ist er da nicht an den Rand? Was macht ihr denn bitte? Ich weiß nicht, die Outs sind nicht total. Alter, es kann doch nicht sein, ey. Leute. Ich hätte mir gewünscht, dass er mal rumgegangen ist. Ich habe ihn mir extra aufgemacht mit dem Hammer gegenüber Stacheldraht, aber er wollte irgendwie nicht. Darauf darfst du dich nicht verlassen, dass die anderen das machen, was du willst. Nee, aber da könnt ihr ja mal was machen. Das war zumindest das, was ich gehofft habe. Mach einfach was selbst, was nicht... Auf ja, aber ich wäre da sowieso nicht weitergekommen ohne seine Hilfe. Wären wir da stecken geblieben. Ja, dann wärst du woanders. Dafür war nur noch, glaube ich, 1,20 Zeit. Ja. Haben die Minuspunkte? Nö. Aber immerhin kannte er unten. Er kannte unten immer eine Kamera. Bums. Kameraübertragung läuft. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Neue Kameraübertragung läuft. Gute Arbeit. Wir Westen 9. Geisel weiterhin unbekannt. Gucken, wann du deinen ersten Verhören, Entschuldigung, angrapschen darfst. Oh, ist bloß ein Treppengeländer. Lassen sich Zeit. Oh nein, jetzt kommen die alle hinten um. Nur noch ihr beide gegen 5. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zu Geist. C4. Bei mir kommt auch jemand hoch. Oh Mann. Ach komm, oh, Kacke. Ja, genau, Alter. Ich darf denn auch nicht mehr schießen, ist logisch. Ach nee. Ja, ey. Bleiben Sie hier? Nein, von hinten. Das war bestimmt jetzt die Ash-Tante. Nee, Schwarzbart. Ach Mann. Mann, der war hinter mir. Direkt. Mann. Yeah. Freut man sich eingangs noch, dass die womöglich alle drei zusammenspielen? Und dann sind sie jetzt wohl nicht so nützlich. Oh, der hat wieder so ein extra Anzug, der Termit. Das sieht krass aus, irgendwie
Ja gut, in der Brille kann man ihn noch erkennen, aber ich habe jetzt letztens Sledge in so einer Uniform gehabt und... ich glaube Capitao, die erkennst du kaum wieder. Retro-FBI. Irgendwie sieht er so albern aus. Ich finde die Brille an sich cool, aber nicht irgendwie mit dem Anzug. Ihr müsst die Geisel finden. Na, musste ich doch. Ist die unten? Nein, Steve war wohl rein. Nein! Da hinten war Westenmann. Auf jeden Fall unten. Also ganz unten. Bist du denn noch da? Vorsicht, da steht gleich Westenmann, wenn du nach links fährst. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter unten. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Und die denn bitte? Das müssen wir jetzt gleich herausfinden. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Geisel entdeckt. Da. Ach, klar. Alle Außenkameras kaputt. An mir dranbleiben! Schockdrohne wird aktiviert. Gehen wir langsam weiter! Boah, zwei Schilder haben die unten stehen. Auf meiner Seite. Mann. Na, bei mir bleiben. Also bei mir ist schwierig reinkommen, da stehen die hinter den Schilden. Ah, die Kamera haben sie wieder. Nein. Bei mir wird's laut. Gibt's nicht. Schon wieder. Und noch einer. Oh, Leute. Ja, genau, Alter, diese dummen Idioten. Er wusste schon vorher, dass ich da drin bin. Genau. Logisch, richtig. Ach komm, Alter, fickt euch doch, ihr Deppen, ey. Aha, hab ich so gehört. Was sind jetzt schon die Links hier mit ihren dicken Schilden? Ja, ist doch egal. Außerdem ist es ja, guck ich nicht hin. Meine ich ja. Ja. Auch ohne Schild ist er da unten. Aber so ist er noch besser geschützt. Nein, der war ja. Ich war ja nur vor den Schildern, aber ja, kam er da halt auch hin. Das ist egal, ob Schild oder nicht Schild. Ich treffe den da links in dem Raum vielleicht. Gehen wir weiter rein, ne? Das nehme ich noch eine Ecke, vielleicht sitzt er da. Eine Minute noch. Oh Mann. Und drei Leute. Genau, da war vorhin schon. Werde ich ein bisschen ins... Ist alles zu. Ein bisschen so, dass du das Schild vor dir hast. Verbleibender Gegner. Puh, 30 Sekunden. Ich starre ja, guck auf. Nicht auf die Zeit, lass... Da ist Strom, pass auf. Bestimmt im Nebenraum oder so.
Machst du denn? Ja. Es bleiben noch 15 Sekunden. Machst du denn? Schieß doch! Mach da irgendwas kaputt oder. 10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Kommen Sie mit! Geisel ist sicher. Bah, zweimal geschossen, nicht getroffen, kacke! Geisel ist nicht ja, mehr. Ja, durch den ja, aber ich hatte jetzt nicht noch Zeit für ein Stacheldraht. Ich war ja alleine. Der war ja nicht überall. Ich bin weiter nach hinten. Mann, oh, mir hat's Herz wieder gepocht, ey. Diese Grabschfrauen, diese blöden Outs, irgendwie haben die gar nichts gemacht, gefühlt, obwohl der einen hat für umgebracht, aber das heißt nichts. Ja, auf das eigene Team konnte man sich heute größtenteils gar nicht verlassen. Gut konnte man auch schon, man konnte sich auch schon mal auf mich nicht verlassen, aber... Die Outs waren nicht so toll. Hoffentlich sind sie das nächste Mal nicht wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.